ganze Zeit Taxi fahren, nie daheim, verstehst du? Mir bleibt alles hängen. Frühstück zwischen 7 und 9, Fernsehen bis um 10, dann ist Ruhe. Mit Marianne Lindner geht eine der letzten Volksschauspielerinnen Bayerns. Bekannt vor allem durch den Komödienstadel des bayerischen Fernsehens, aber auch durch Charakterrollen in Fernsehfilmen und Volksstücken. Dabei war Bayern nur die Wahlheimat. Marianne Lindner, 1922 in Thüringen geboren, wurde erst durch den Krieg nach München verschlagen. Dort lernte sie nicht nur die bayerische Mundart, sondern auch Schauspielern und wurde schließlich entdeckt. Von Siegfried Lindner, der sie zu seiner Wanderbühne holte und heiratete. Der Komödienstadl kam erst 20 Jahre später. Dass ich nicht Bayern bin, da herum! Die erste Rolle als zänkische Bissgurn in Die drei Eisbären schien ihr auf den Leib geschrieben und ist ihr zumindest im Komödienstadl geblieben. Trotzdem zählte sie bald zu den Publikumslieblingen. Dass sie auch Charakterrollen beherrschte, konnte Marianne Lindner erst später beweisen, als sie auch für Fernsehfilme engagiert wurde. In den 80er Jahren kam dann die Hauptrolle in Franz Xaver Bogners Serie Familie Meier neben Karl Obermeier. Dem Theater ist sie aber zeitlebens treu geblieben und trat immer wieder an verschiedenen bayerischen Bühnen auf. Nach ihrem 80. Geburtstag hat sich Marianne Lindner aus dem Rampenlicht zurückgezogen, in ihre Wahlheimat am Tegernsee.